Stellen wir uns vor, dieser Apfel ist unsere Erde. Wie viel davon ist fruchtbarer Boden? Etwa 75%, also 3/4 der Erdoberfläche, sind von Wasser bedeckt. Nur 1/4 ist überhaupt Landfläche, doch noch lange kein fruchtbarer Boden. An vielen Orten der Erde ist es zu kalt, zu heiß oder zu trocken, um dort Nahrung produzieren zu können. Andere Flächen sind zu steinig oder zu steil, um sie zu bepflanzen. Am Ende bleiben gerade einmal 3% der Erdoberfläche, die von Natur aus fruchtbar genug für einen ertragreichen Ackerbau sind. Mit Hilfe von Düngemitteln und technischen Geräten hat es der Mensch geschafft, diese Fläche auf etwa 11% zu vergrößern. Durch weitere Fortschritte in Forschung und Technik schätzt man, dass sich die nutzbare Ackerfläche in Zukunft noch bis maximal 15% ausweiten lässt. Das ist nicht so viel Boden wie gedacht, aber nach einem Verlust sieht es auch nicht aus. Könnte man auf den ersten Blick meinen. Doch unser Boden ist komplex und empfindlich. Zu intensiv und falsch bewirtschaftet laugt er aus und seine Fruchtbarkeit kann unwiederbringlich zerstört werden. Nach offiziellen Schätzungen hat der Mensch bereits über 20 Millionen Quadratkilometer Ackerfläche unnutzbar gemacht.